Hey, und Kundenichschwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit neuen Pokémon Online Battles. Dieses Mal im neuen VGC Februar-Turnier und mit dabei ist wieder der. Der InSmash. Der hier das Ganze mit mir analysieren wird. Und ich habe ein ganz neues Team aufgestellt dafür. Und ein paar Pokémon davon kennst du sogar, weil du mir auch mit der Vorbereitung dafür ein bisschen geholfen hast. Und. Wir schauen mal, was wir hier so an Gegner und Team-Pokémon haben. Was ist so deine Einschätzung vom ersten Team? Also ich sehe hier schon ein paar ordentliche Kraftprotze. Ja. Hier ganz klar Katapultra, Arcani, auch ein Pokémon, was nicht gerade schwach ist. Ein Despotar, Stalobor, was auch eklig sein kann. Ja, also ja, schon ein paar ordentliche Kaliber. Mhm. Aber der Gegner hat auch ein bisschen was zu bieten. Allein schon hier, ja, Kubuin. Ja. Wer meine Videos gesehen hat, der weiß, wie fies dieses Pokémon sein kann. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, oh, scheiße. Ja. Auch wieder ein Katapultra, ein Olanga und so weiter. Ja, könnte interessant werden. So, meine ursprüngliche Strategie war es eigentlich, dass ich mit, meinem Sandsturm-Team komplett reingehe und dann noch Arcani und Katapultra mit reingenommen habe. Dann habe ich allerdings das Kubuin gesehen und noch die anderen Drachen-Pokémon und mir gedacht, nee, darauf verzichtest du lieber, dann nimmst du Arcani und Katapultra nicht mit, sondern Silembrim und Duraludon, dass ich da dann den Trickraum hab und die Drachen-Pokémon mit Silembrim eventuell ausbremsen kann. Du meinst den Bizarro-Raum, oder? Ja, genau. Ja. Nicht nur halt Bizarrum, auch wegen dem Feentypen. Das war so meine Idee, die ich dann hatte. Wie hättest du denn gestartet? Das ist wie immer eine gute Frage. Wie auch beim letzten Video muss ich das sagen. Gut, ich müsste wissen, wie deine Pokémon genau aufgebaut sind und so weiter. Ja, also zwei davon kennst du. Spontan. Ja, das ist wieder Doppel, oder? Das ist Doppel jetzt, genau. Doppelkampf, ja. Spontan hätte ich mit Arcani vielleicht angefangen und mit Arcani und entweder Katapultra oder Despotar. Na, wie gesagt, ich habe meine Aufstellung ja bereits genannt. Und dann würde ich sagen, ohne Umschweife gehen wir direkt mal in den Kampf. Verbindung wird hergestellt. Bitte warte einen Moment. Okay. Ich will aber nicht warten. Ich will, dass es jetzt losgeht. Ja, Mann, ey. Jetzt heul nicht rum. Papunga tot. So, natürlich haben wir wieder einen Japaner als Gegner. Ja, und der fühlt sich ganz cool auf seiner Karte. Mhm. So, mit was startet er denn? Ist das jetzt von diesem Februar-Turnier? Genau, das ist jetzt heute. Der erste Tag. Zwei Kämpfer haben wieder. So, Despotar und Stalobor. Erstmal den Sandsturm von Despotar natürlich aktivieren. Stalobor wird dadurch halt schneller. Ja, mit Sandschara. Genau. Den Ice Heap auf Katapultra, stimmt's? Ja, genau. Und der Steinhagel, dann noch hoffen, dass ein Flinch kommt. Er Dynamax direkt. Okay. Er scheint sich vielleicht unsicher zu sein und will gleich mit großer Power starten. Mhm. Sein Monte Carlo Dynamax er. Oder er will vielleicht den Sandsturm loswerden und setzt eine Feuerattacke ein. Das könnte natürlich auch sein. Wir werden sehen. Ja, das kannst du mit Dynamax Pokémon, kannst du das Wetter ja locker mal beeinflussen. Yep. So, eins wurde verfehlt. Das Katapultra ist allerdings zurückgeschreckt. Das heißt, es verschwindet nicht und kriegt jetzt den Ice Heap ab und ist weg. Wow, Instant KO. Also das war richtig Luck von mir. Damit hast du schon mal eins der gefährlicheren Pokémon vom Feld. Ja, und wie ich es mir dachte, Feuerattacke, oh, dann auch noch auf Stalobor. Ja, aber Fokusband, also. Ja, aber das Wetter ändert sich wieder. Ja, das heißt Sandsturm AD und Stalobor ist wieder langsamer. Das ist natürlich die Kacke dabei. Ah, nun. Das musste ich jetzt einfach mal so hinnehmen.
Jetzt kommt. Man spielt hier mit 4 Pokémon, oder? Mhm, genau. Ui, die verstärkte Sonne und dann auch noch Rotom in der Hitzeform. Ja, dementsprechend hoffe ich auf einen weiteren Flinch. Geht dementsprechend jetzt mit 2 Steinhageln rein. Warum auch nicht, ne? Ja, hat gut Schaden gemacht. Allerdings Schwächenschutz. Und wieder der Flinch. Wieder beim Rotom. Was heißt wieder, Alter, beim Rotom? Hey, du hackst dich hier gerade durch den Kampf. Ja, leider hat die zweite Attacke dann Rotom verfehlt. Ich hasse es generell, gegen Rotom zu kämpfen. Das ist so ein scheiß Pokémon. Ja gut, das war's jetzt mit Despotar. Oh, und alle Pokémon, die den Boden berühren, werden pro Runde nochmal ein bisschen geheilt. Mhm. Durch den Effekt dieser Pflanzen-Düner-Attacke. Wie habe ich als nächstes weitergemacht? Ist halt schon wieder einige Stunden her, deshalb muss ich auch immer erstmal gucken, was habe ich eigentlich gemacht, was habe ich mir gedacht. Ich habe mir anscheinend gedacht, dass ich hier Duraludon einwechsle. Okay. Du hast 2 Feuer-Pokémon vor dir als Gegner und setzt 2 Stahl-Pokémon ein. Das ist interessant. Ja, ich bin eher so ein nach Bauch gespült wieder. Und ja, dann, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, irgendwas hast du bei Duraludon doch vergessen. Und genau dann ist es mir eingefallen, der Schutzschild und Offensivfeste. Und ich dachte, oh, du Idiot, Junge. Ja, das ist natürlich blöd. Das kann ich jetzt auch leider nicht mehr ändern, aber na gut. Wenn Pokémon, für die Zuschauer, die es nicht wissen, wenn ein Pokémon Offensivfeste trägt, dann kann es keine Statusattacken einsetzen. Genau. Wie gesagt, das habe ich leider vergessen. War ein bisschen dumm, aber na gut. Oh ja, und tschüss, das habe ich mir schon gedacht. Step-Bonus und noch Verstärkung bei starker Sonne, das haut selbst das stärkste Duraludon um. Aber nun gut. Jetzt kommt noch mein Celebrimb. 2 Pokémon verloren, 1 stark angeknackst und du hast nur noch 1, was voll ist. Und dann kommt auch noch ein Stahl-Pokémon. Und er bringt seinen Duraludon. Der Dynamax ist allerdings weg. Wenn du jetzt einen Bizarro-Raum rauskriegst, obwohl, dann könnte Stahlbohr langsamer sein. Eben. Weshalb ich auf den Deiner Zauber gegangen bin. Und dann natürlich nochmal auf einen Steinhagel. Du hoffst dir wahrscheinlich wieder einen Flinch, ja? Ich hab sehr auf Flinch oft. Hat ja auch bisher gut funktioniert, also. Du bist so ein bisschen der Joey Wheeler in diesem Kampf. Du vertraust stark auf dein Glück. Ja, wie gesagt, ich bin eher ein Bauchgefühlsspieler, wenn ich alleine spiele. So, der Steinhagel. Ach, verfehlt. Und trifft. Allerdings nicht das Falsche. Verfehlt. Immerhin. Er hat nur noch ein Pokémon. Mhm. So. Oh, die Lichtkanone. Oh, da ist eine Beere drauf, die den Angriff abschwächt. Genau. Eine Biribim, oder wie die hieß. Babiribeere. Genau. Wird der Dynazauber ausreichen? Nicht ganz, allerdings. Nicht ganz. Hat aber gut Schaden gemacht. So, er hat allerdings jetzt keine Wahl mehr. Er wird definitiv verlieren, weil er kann nur 1 von beiden platt machen und das andere wird angreifen, also. Da hat er jetzt keine Wahl mehr. So viel kann ich, denke ich, jetzt sagen. Ja. Und schwupps, der Kampf wurde aufgegeben. Ja, da hat er auch schon seine Niederlage vor Augen gesehen. So, die erste Runde, meinen ersten VGC-Kampf habe ich dementsprechend gewonnen. Dann cutten wir mal rüber zu der zweiten Teamanalyse. Jo. So, und da wären wir auch. Jo. Und bevor wir zur Analyse kommen, möchte ich dich erstmal beglückwünschen, dass du den ersten Kampf gewonnen hast. Zwar viel mit Luck, aber hey, Glück gehört zu Pokémon auch dazu. Ja, eben. Also. So, und das erste Pokémon, was mir gleich mal ins Auge gesprungen ist vom Gegner, ein Smetbo. Sehr interessant. Kann aber fies werden.
tatsächlich. Also Smetbo hat zwar nicht die besten Werte, aber wenn es richtig gespielt wird, kann es tatsächlich gefährlich werden. Und ich sehe noch ein Togekiss, eins der Pokémon, die mich am meisten abfacken. Bei Despota und Gyarados muss ich, denke ich, auch nicht groß was sagen. Die Pokémon kennt man auch. Libeldra, noch nie so oft im Online-Kampf dagegen angetreten. Aber mit Sandsturm könnte ich mir vorstellen, dass es auch ekelhaft sein wird. Und Glurak, ja, könnte man sich vielleicht auch an ein, zwei Fingern abzählen, wie das gespielt wird. Ich habe gesehen, die Pokémon sind alle relativ schnell. Deshalb bin ich diesmal auch für mein Bizarro-Raum-Kombo gegangen. Hatte allerdings auch wieder Despota und Daloboy im Team für den Sandsturm zum Outbeaten, wenn das dann mal nötig sein sollte. Mhm. Ja, noch irgendwelche Anmerkungen oder hüpfen wir direkt zum Kampf? Hau raus! Starten wir mit dem Kampf. Und... Bang. Da kämpfen wir gegen Aries. Aries? Irgendwie sowas. Aries, keine Ahnung. Und sie hat 2 Punkte, sie hat fast dasselbe Outfit wie ich. Die Frisur stimmt auch, nur halt die Haarfarbe nicht. Ich wollte gerade sagen, das Outfit, das sieht schon sehr stylisch aus. Mhm. Und hier kommt auch schon das Metbo und der Sonnensprung vom Despota. So, ich bin jetzt sehr gespannt, wie das jetzt verlaufen wird. Weil ich dachte mir, mit Duralu dann heuche ich das Metbo weg für alle Fälle und dann direkt noch den Bizarro-Raum. Ja, und dann mit der nächsten Stahlattacke das Despota weghauen. Die Aktion hätte ich mir allerdings sparen können, das Metbo anzugreifen mit dem Donnerblitz. Tut er auswechseln? Nö, tut Dynamaxen. Man wird sehen, warum. So, Dynamax wird nämlich das Despota. Und das hätte ich ein bisschen schneller down kriegen sollen. Warum, das wird man noch merken. So, jetzt kommt Schlafpuder und Magierspiegel. Diese Situation hatte ich auch schon mal. Das war ein schöner Kampf, den ich damals hatte. Das hätte sie sich eigentlich denken müssen, dass sowas passiert. So, jetzt... Ich hab irgendwie das Gefühl, es gibt sehr viele Spieler, die noch nicht wirklich wissen, dass die Lemprin Magiespiegel als Fähigkeit haben kann. Ja, es ist super nützlich, wie man hier gesehen hat. So, die Dünerfaust. Geht auf das Duraludon. Und erhöht noch den Angriff. Mhm. Oh, ich weiß jetzt schon, was du damit meinst, dass du es für das schneller down kriegen müssen. Ja. Allerdings war ich der festen Überzeugung, ist alles in Ordnung, alles in Butter. Oh, wie falsch ich da lag. Weil du. Jetzt bist du Despota ja eigentlich vor Duraludon angreifen, weil du warst ja im letzten Zug schneller. Ich hab halt gedacht, dass Duraludon langsamer als das Despota wäre. Jetzt hast du deinem Gegner somit geholfen. Ja, damit habe ich halt natürlich nicht gerechnet. Ja, das ist schon klar. So, jetzt haben wir da das Libeldra. Ich sag mir allerdings, okay, Drachenpuls auf Libeldra. Oder? Ich bin mir anscheinend unschlüssig, okay. Aber auf jeden Fall wollte ich... Ah, jetzt komme ich auf die Idee. Ah, Dynamaxen, dann Dynawurm auf Libeldra und dann eine Heilwoge auf Duraludon. Okay. Es ist halt nur die Frage, ob Duraludon generell den nächsten Angriff überlebt, weil ja Despota jetzt einen Angriffsboost hat. Es könnte aber auch eine Bodenattacke von Libeldra kommen. Mhm. Und das ist ein Duraludon, was ich von dir habe. So, jetzt ist erstmal die Heilung. Das gleiche oder hast du damit weitergezüchtet? Nee, das war schon super so. Wie ich es brauchte. Brauchte dann nur noch die EVs und die Level draufhauen. Und natürlich die Attacken. Eins meiner Zuchtreste hier im Kampf. So, sehr schön. Durch Heilwunge hat Duraludon überlebt. Das war. Wow. Wir erinnern uns deiner Wurm auf Libeldra und tschüss.
Ja, aber jetzt hast du einen Despotar vor dir, was einen doppelten Angriff hat. Ah, der sinkt etwas. Aber trotzdem. Ist nicht ganz so schön. Und da kam mir dann auch langsam so der Gedanke, ich hätte mich viel früher darum kümmern sollen. Da hat sie etwas länger überlegt, was sie machen soll. Wie man sieht. Ja klar, bei so einem Turnier da, und da musst du schon mit Bedacht vorgehen. Und hier hat man ein Shiny Gyarados. Woher das wohl sein könnte. Und der Bedroher. Aber du greifst ja eh speziell an. So, da wollte ich das Gyarados mit deiner Gewitter aushebeln. Und da war ich am überlegen, heile ich Duraludon mit Heilwoge oder greife ich lieber mit Zauberschein an? Hab mich dann aber im Endeffekt für den Zauberschein entschieden, in der Hoffnung, eventuell das Gyarados rauszuhauen. Dann noch mit Donnerblitz. Und... Schwächenschutz, oh Gott! Und da kommt der Deiner Faust. Ja. Tschüss. Das war's. Alter, hat er echt einen Schwächenschutz auf Despotar. Heilige Scheiße, dachte ich mir. Gut, was machst du jetzt? Und nochmal an Alter, ey. So, bei dem Pokémon, was ich als nächstes reingebracht habe, da wäre es eigentlich, denke ich, egal gewesen, welches ich reingehauen hätte. Weil beide mehr oder weniger gleich sind. Man könnte jetzt eigentlich sagen, dass Despotar ist der Mewtwo. Oder das Mewtwo hier in diesem Kampf. Ja, von den Event Raids. Allerdings habe ich mich für Stalobor entschieden. Aufgrund des Fokusgurtes. Dynamax geht zu Ende. So, Pferdestärken auf. Nee. Despotar vielleicht? Steinrad. Da habe ich wieder auf den Flinch gehofft. Du vertraust wieder auf dein Glück. Ja, warum nicht? Allerdings ist er schlau und macht Schutzschild. Ich rieche einen Surfer. Na, es ist sowas Ähnliches. Oh, es ist Erdbeben, okay. So, Celebrim. Tschüss, oh, shit. Stalobor überlebt mit einem. Zum Glück macht ihm der Sandsturm nichts aus. Ja, ja. Und der Steinhagel. Geht daneben? Doch nicht. Löscht das Gyarados aus. Oh, sehr gut. Jetzt habe ich mein eigenes Despotar. Jetzt kommt es drauf an, ist mein Despotar schneller oder langsamer? Wenn es langsamer ist, ja dann gute Nacht, die beiden. So, Steinhagel und einmal ein Durchbruch. Und mein Despotar war schneller. Boah, sehr gut, das war's. Boah, Alter, du hast das Despotar echt nur weggekriegt. Da hat mir meine Pumpe geklopft bei dem Kampf. Holy, holy Macaroni. Somit habe ich 2 Siege während des VGCs bisher einheimsen können. Sehr gut. Und das waren heftig spannende Kämpfe. Ich muss zugeben, dass ich überrascht bin. Also das war sehr gut. Ich war auch so überrascht, ey. Das ist Wahnsinn. Na gut, ich pausiere jetzt mal und dein Fazit. Also wie gesagt, ich bin sehr überrascht, vor allem, dass du auch in diesen beiden Kämpfen, muss ich einfach mal so sagen, wirklich von der Glücksfee geküsst wurdest. Und ja, es war auf jeden Fall spannend. Also das mit Despotar vor allem, ich habe schon schwarz für dich gesehen, aber du hast das doch ganz solide gemacht. Vielleicht hat dein Gegner auch ein paar Fehler gemacht, ich weiß es nicht, vielleicht hat er noch bessere Alternativen gehabt. Aber den Sieg hast du in der Tasche gehabt und das ist das Einzige, was jetzt eigentlich zählt. Genau, also... Und ich bin mal gespannt, wie weit ich im VGC-Turnier noch komme. Das geht, glaube ich, bis zum 2. oder zum 3. Bin mir gerade so unsicher. Moment, das kann man ganz einfach nachgucken. Ich muss nur das Video zurückspulen.
Und einmal starten. Ja, bis zum 2. um 0.59 Uhr geht das. Jo, also so lange wie auch der Mewtwo Raid und Kanto Starter Raid geht. Dieses genau. Event. Genau. Na schön, dann würde ich das Video an der Stelle beenden. Mich dafür bedanken, dass du wieder mal mitgemacht hast und dann beim nächsten Mal geht's wieder weiter. Ich freue mich schon auf die nächste Runde. Ich mich auch. Gut, das war euer Kern und Endsmash XD. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.